Hallo zusammen, es ist 17.14 Uhr. Wir sind mitten im Handel. Wir haben Donnerstag, den 12. März. Mein Name ist Christian Schlegel und in diesem Clip geht es über den MDAX. Aber bevor ich mit Ihnen da reingehe, muss ich ein bisschen Geschichte mit Ihnen machen, was ein bisschen drumherum erklären. Geschichte wiederholt sich. Dieses hier ist ein Bild vom 16.10.1989. Seinerzeit war es so, dass am Freitag vorher, also das muss dann gewesen sein, der 13.10., haben hier die Mitarbeiter der United Airlines Corporation wollten die Fluggesellschaft übernehmen. Das ging nicht und dadurch kam es zu der großen Angst, dass auch andere Übernahmen scheitern könnten, weil die Banken nicht mehr bereit sind, eben diese kostenspieligen Deals weiter zu finanzieren. Das war Disney und da waren alle möglichen anderen Firmen dabei. Daraufhin ging am Freitag schon in Amerika ziemlich die Lampen aus. Wir haben in Deutschland seinerzeit, gab es ja schon den DAX, 12,5% verloren. Sie erkennen, dass hier zweifach Minus, dreifach Minus, einfach Minus, einige von diesen Werten, Karstadt, Kaufhof, gibt es gar nicht mehr. Das war seinerzeit, 12,5. Am Tag drauf kommt dieses Bild. Das war jetzt der 17.10. Also es war der Dienstag, sind wir 7,5% gestiegen. Das hatten wir diese Woche auch. Es war fast genau das Gleiche. Es war fast exakt das Gleiche. Und das bin ich hier. Und immer als Beweis, ich war wirklich tatsächlich mal auf dem Parkett und ich hatte tatsächlich mal dunkle Haare. Das war genau das Gleiche. Und das war am 17.10.1989. Ich muss Ihnen noch was zeigen. Auf der Seite gs.de, das ist hier, von Goldman Sachs. Da gehen Sie auf den Punkt hier oben, Know-how. Und da können Sie sich die Ausgabe März 2020 unterholen von dem Goldman Sachs Magazin. Und da hat, ich habe es vorbereitet, mein sehr geschätzter Kollege, der Wieland Staudt und ich, wir tauschen uns ab. Mal macht er, mal macht ich, hat er was über den DAX geschrieben. Und das kam heute raus und dann sehr schön hier. Mein Beruf bringt es mit sich. Ich habe schon sehr, sehr viele Charts in allen nur irgendwie denk- und undenkbaren Konstellationen und mit wirklich wilden Kursmustern gesehen. Aber das, was die Märkte in der letzten Februarwoche zusammengezimmert haben, das selbst für mich Neuland. Ja, herrlich, wie er das ausdrückt, wunderbar. Wieland und ich, wir machen es in etwa gleich lang. Er ist 54, ich bin 55 und ich bin auch überrascht. Wieland, ich mache dich mal zu. Goldman, ich mache euch auch mal zu. Und hier sind wir beim MDAX. Ja, das ist wie ein Schweizer Chaos. Ha? Lauter Löcher, ganz, ganz viele. Sieht im DAX nicht anders aus. Und bevor wir jetzt in den MDAX gehen, gucken wir uns diese Geschichte mal an. Das ist so eine Liste, die habe ich auch vorbereitet. Es ist ja nicht nur der DAX, der fällt. Es ist nicht nur der IBEX. Wo ist er denn? IBEX, IBEX hier. Minus 12%, der fällt. Nö. Platin, minus 15%. Eurostoxx 12. Nikkei 12. Wir haben SMI sogar. Hey, Schweizer, 9%, immerhin. Ja, das ist ja schon fast eine Anarchie. Das Öl knallt runter. Der Bitcoin minus 25%, im Moment minus 24,14. Gold, vom Öl ganz zu schweigen, das war ja auch heftig letzte Woche. Es ist einfach so, es wird alles verkauft, was Geld bringt. So muss man sagen. So nach dem Motto, okay, ich nehme das mal und kaufe dann irgendwelche Gesichtsmasken oder wie auch immer. Ich weiß es nicht, was der Grund ist, aber es ist heftig. Ja, also ich habe das so in dieser Art und Weise nicht gesehen. Man wird immer wieder verleitet zu sagen, oh, jetzt sind wir aber ordentlich gefallen. Ja? Also ich habe jetzt zum Beispiel mal hier eine Liste. Das ist jetzt eine Mischung aus DAX und Eurostoxx. Ja? Ich weiß jetzt nicht, ob ich es jetzt hier drauf kriege. Da sind die Commerzbank heute minus 22%. Schauen Sie sich das mal an. Wie viel Wert? Es geht hier oben los. Telekom minus 10. Das ist die Hälfte der Werte. 10 und mehr Prozent im Minus. DAX momentan bei 12,08. Ja? Es ist schon, es ist hardcore. Ja, es ist echt hardcore. Lassen Sie sich da nicht verleiten, dass Sie da meinen, Sie müssen unbedingt reingehen. Vermeintlich billig ist nicht billig. Der Wert eines Dinges ist der, den es einbringt. Und momentan bringt es nicht viel ein, wenn Sie eine Aktie haben. Okay, jetzt kommen wir zum DAX. Also richtig böse. Ich gehe mal mit Ihnen auf den Wochenchart. Ah, ich gebe das. Ich gehe mit Ihnen auf den Monatschart. Da sieht man das Drama eigentlich noch mehr. Das ist jetzt also die 200-Monatslinie. Und mit der hatten wir das letzte Mal Kontakt in 2012. Und jetzt stehen wir kurz davor, dass wir das wieder machen. Das sind ja nur noch ganz grob 1000 Punkte. Das ist eine Sache von einer halben Stunde. Ich formuliere es überspitzt. Alles negativ, alles böse.
die Möglichkeit eines Doppelbodens nicht genutzt. Wir kommen jetzt hier in diesen lange gehandelten, über Monate, das sind glaube ich 15 Kerzen gehandelten, Seitwärtsbereich rein zwischen 21.500 und, was war das hier nochmal, die 17.360. Da kommen wir rein, ja. Ich vermag Ihnen nicht zu sagen, wo wir da halten. Keine Ahnung, ob das eine Unterstützung ist, weil jetzt kommt natürlich eins, geht es direkt mal mit Ihnen in die Woche, jetzt kommen auch Margin Calls. Und das ist das, was es so ungreifbar macht momentan. Hier war die Möglichkeit zu einem Doppelboden mit diesem kleinen Hammer hier. Sind wir auch schon durch. Im Moment 20.218, minus 10,68% nur heute. Alles weiter negativ, nicht der Hauch einer Stabilisierung. Und damit gehen wir auf den Tag. Das ist der Tag. Ja, wirklich wie ein Schweizer Käse, ein Loch nach dem anderen. Ja. Das ist natürlich auch das Gute, weil das möchte ich Ihnen fast garantieren, die werden irgendwann geschlossen. Die Frage ist nur, machen wir jetzt nochmal einen Taucher von weiteren 10.000 Punkten oder nicht? Die Panik ist groß. Ich möchte mich dazu nicht äußern. Beurteilen Sie bitte selbst, was da alles angemessen ist oder was nicht. Tatsächlich ist es so, es gibt für mich, jetzt muss ich schon ganz weit gehen, überhaupt den Chart nochmal richtig reinzukriegen. Ich habe diese Unterstützung heute hier verloren. Die nächste kleine ist bei 18.887. Das ist mir viel zu nah dran, da glaube ich gar nicht dran. Das hier, was seinerzeit mal ein Widerstand war und dann nochmal ein Back-to-Breakout war im Bereich 17.400, ist für mich die erste, sagen wir mal, sinnvolle Unterstützung. Ja. Ich kann den Markt nicht mehr short gehen. Ich kann das nicht. Ich kann das aber alles beim MDAX, handle ich nicht so viel, bin ich seit 3.000 Punkten ungefähr nicht mehr short. Ich bin aber auch beim DAX schon seit, na, was ist denn das, 10.800 nicht mehr short, das gebe ich zu. Das war mir zu schnell, zu viel, zu heftig. Und glauben Sie nicht, auch wenn ich professioneller Händler bin, dass ich hier nur Gewinne mache. Nö. Ich habe also heute auch zweimal hier in das fallende Messer reingegriffen. Ich habe eine Position in Aurora, die hat sich jetzt schon halbiert. Die war bei 1,20 long, die war 60 Cent ungefähr. Wundert mich sehr, aber ist so. Ja. Kommen immer wieder natürlich dann die Gerüchte, die Dinger sind pleite. Ich habe es probiert in E.ON. Das, so schnell konnte ich gar nicht gucken, wie die was auf die Nase bekommen haben. Ich kann es verstehen, wenn eine Lufthansa fällt. Ich kann es verstehen, wenn eine TUI fällt. Ja. Alles reiseintensive Unternehmen. Aber dass eine Warta sich mehr als halbiert? Sowas zum Beispiel. Ich kann es auch verstehen, dass die Banken fallen. Gerade durch diese in meinen Augen sehr unsinnige und viel zu schnell vollzogene Zinssenkung in Amerika. Völliger Blödsinn. Also man versteht nicht viel von Volkswirtschaft, aber das war wirklich dämlich. Wie dem auch sei, lassen Sie sich bitte nicht davon ins Boxhorn jagen, dass das alles tief ist. Ja? Das baut sich auch ganz schnell wieder auf. Aber nur weil es tief ist, heißt es nicht, dass es gleich wieder steigt. Das ist das, was ich immer sage, schauen Sie auf die Bänder. Das ist der Bewegung entgegengesetzte Band. Ja? Da ist nichts, das knickt nicht ein. Das hatte gestern und das hatte auch schon letzte Woche die Möglichkeit einer horizontalen Linie, aber das ist es nicht. Ich habe die Bänder im MDAX noch nie so breit gesehen. Das sind über 10.000 Punkte. Das ist fett. Ja, das ist richtig viel. Und Sie müssen komplett abwarten, bis das hier dreht. Nicht nur horizontal geht, sondern dreht. Erst dann haben Sie vielleicht eine Chance. MACD, weiter negativ. Stochastik, weiter negativ. Gucken Sie nicht drauf, dass sich das hier unten dreht. Das haben Sie bei fast jeder Aktie. Das reicht nicht. Das Ding muss über 20 und es ist bei 2. Also ist nicht gut. Ich gebe Ihnen trotzdem, für diejenigen, die unbedingt vielleicht mal Long spielen wollen, ich gebe Ihnen Call. Allerdings einen für mich sehr, sehr tiefen. Der hat im Moment nur einen Hebel von 6,4. Das ist dieser hier. Basis 17.000, ein Open-End-Schein. Ändert also jeden Tag seine Basis leicht nach oben. Und das ist von Goldman die Kennnummer. GB2HS0. GB2HS0. Ich mache das noch nicht. Ich warte auf diese Signale. Ich nehme dazu zu Hilfe, aber auch den 4-Stunden-Chart. Wenn ich auf, und das mache ich ganz bestimmt auch nicht, auf weiter fallende Kurse spekulieren möchte, darf ich das nicht hier irgendwo den letzten Gap suchen. Ich muss hinter die 200-Tage-Linie, hinter die 20-Tage-Linie und das ist weit, weit weg, 26.600. Ja, ich weiß gar nicht, ob das System das überhaupt noch hier reinnimmt. Muss direkt mal schauen. Ja doch, hier ist sowas. 26.862, das ist ein Dreierhebel. Ja, also da, bei mir regt es da gar nichts.
Das ist ebenfalls ein Open-End-Schein von Goldman Sachs. Das ist die CH0AVP. 26.862. Tja. Die Märkte bleiben extrem gefährlich. Die Gegenbewegungen sind wahnsinnig schnell. Sie haben Probleme mit den Systemen, mit den Market-Makern, mit allem. Bitte größte Vorsicht, bleiben Sie klein, kommen Sie gut durch. Happy Trading und hoffentlich fette Beute. Bye-bye.